Na? Sehe ich nicht hübsch aus? Ach, mein üppiges Haar streichen, jedes Haar einzeln glatt legen. Guten Morgen, meine Lieben. Es ist 1:30. Kein Mensch geht um diese Zeit auf Arbeit, außer wir. Ja, wir sind ja gestern noch bis Nordhausen gefahren, hätten noch eine halbe Stunde Schichtzeit gehabt, damit wären wir gar nirgends mehr wohin gekommen, irgendwie, irgendwas, irgendwarum. Und da habe ich gesagt, scheiß auf die Bratwurst beim Brathans, beim Hanswurst. Ach, wir bleiben jetzt hier stehen in Nordhausen, hier bei der Spedition Otto. Da stehen wir sicher, da stehen wir gut, da stehen wir trocken. Und da sind wir gleich hier stehen geblieben und jetzt fahren wir gleich wieder los Richtung Bremen und müssen in Bremen entladen. Leergut laden und dann schauen wir, dass wir noch heimkommen. Heute ist Freitag. Nicht Freitag der 13., aber Freitag. Also meine Lieben, finster ist es. Machen wir hier los. Lange Rede, kurzer Sinn. Es nützt ja alles nichts. Wir müssen. Die Pflicht ruft. Sag ihr, ich rufe zurück. Also, pack mal's. Ach, so, meine Guten. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal, dann wollen wir mal. Schön sachte hier mal rausfahren. Seht ihr? Heute ist es Tor auf. Heute muss ich nicht denken, es ist nicht aufgeschlossen. Oder es ist zugeschlossen. Heute ist nämlich vorhin schon ein Kollege rausgefahren. Und der hat es wahrscheinlich aufgemacht. Denke ich mir mal. Schön sachte machen hier. Ach, schaut, da steht einer. Zwei, da hinten stand auch noch einer. Ja, wenn wir hier mal nicht mehr uns herstellen dürfen in die Spedition rein, dann können wir uns ja auch hier auf die Straße stellen. Und dann sagt bestimmt keiner was, wenn wir dann da mal reinfahren zum Drehen. Wir müssten uns auch in der Richtung stellen, so wie der hier stand. Nicht wie der steht, sondern wie der vorher stand. Weil, ihr wisst ja, die Neigung. Ach, meine Güte, die Löcher. Jetzt wird es auch nicht besser. Jetzt wird es auch nicht besser.
So, und ich kann euch was berichten. Wir haben doch gestern hier über die Wasserstofftankstelle sinniert, warum die schon wieder weg ist. Und ich habe mich gestern mit einem Kollegen von der Spedition Otto darüber unterhalten. Die wissen ja mehr als wir. Und der hat mir erzählt, die Wasserstofftankstelle war gar nicht von der Spedition Otto. Der Betreiber, der die betrieben hat, beziehungsweise aufgebaut hat, der hatte nur diesen Platz von der Spedition Otto gemietet und hat die dort aufgebaut und wieder abgebaut. Und weg war sie wieder. Also die hatte im Prinzip gar nichts mit der Spedition Otto zu tun, die haben nur den Platz dort von der Spedition Otto gemietet, um die dort aufzubauen. Und dann haben sie die irgendwann wieder abgebaut und wieder abtransportiert und weg war sie. Und keiner weiß warum oder wieso. So richtig. Oder wer das war oder wie oder warum überhaupt. Ja, so ist es. So, meine Guten, haben wir es doch gleich geschafft. Das war ein Teufelsritt, sage ich euch. Und die B243 ist noch gesperrt in der Richtung. In der Richtung A38. In Richtung A7 ist offen. Also in der, wie wir jetzt gefahren sind. Aber da leiten sie alles von unserer Fahrbahn rüber auf die Gegenfahrbahn. Und deswegen ist die Gegenfahrbahn in Richtung A38 gesperrt. Deswegen ist das so. Münchehof wird alles abgeleitet auf die Umleitung, wie wir das letzte Mal gefahren sind. So, jetzt fahren wir uns anmelden in der Steuerstelle und dann müssen wir hier hinter ins neue Gewerbegebiet. Da ist die Abladestelle. Und zwar dort, wo wir sonst manchmal geparkt haben, auf der Gegenüberseite, also so schräg rüber. So. Das Anmelden dürfte ja nicht ewig dauern. Und ich hoffe ja, dass wir dann schnell durch sind. Werden wir sehen. Nerv mal nicht rum hier. Sehr schön. Wir können schon hinfahren. Das hat nicht einmal eine Viertelstunde gedauert jetzt hier. Das ging ja fix. So, hier stehen sie natürlich wieder wild kreuz und quer wie Kraut und Rüben. Ich frage mich ja, was die hier warten. Und dann frage ich mich, warum der hier mitten hier steht. Nee, die Kleinen können sich doch dahin stellen, wo die Laternen sind. Da ist doch genug Platz für die. Da
hast ja hier zwischendrin immer die Lücken, wo die Laternen sind. Gut, hier sind jetzt gerade keine. Aber drüben auf der anderen Seite, da hast du so eine breite Lücke. Da steht in der Mitte eine Laterne. Da kann sich so ein kleiner davor und ein kleiner dahinter stellen. Da müssen die sich doch nicht hier in die großen Parklücken stellen und mitten in den Weg und überall hin. So, und jedenfalls fahren wir jetzt hier hinter ins neue Gewerbegebiet. Da ist unsere Abladestelle und wenn nicht, sollen sie uns sagen, wo das ist. So, und da kriegt man nämlich auch gleich das Leergut. Und wenn nicht, haben wir ein Problem. Wir haben nämlich keine Leergutnummer. Ja, ich komme doch schon. Oh, jetzt kniffen sie rum hier. Mann, ich muss doch hier erstmal einmal ums Viertel fahren. So, werdet ihr gleich sehen, wo das ist. Gleich werdet ihr es sehen. Na, kommt es euch bekannt vor? Ja, ne? Ach ja, 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 ja. Genau. Und wenn wir hier fertig sind, machen wir erstmal eine Dreiviertelstunde Pause. Und dann geht's nach Hause. So. Wenn hier Platz ist, schlafen wir nämlich immer hier. Oder da. So, jetzt muss ich gucken, wo der Einfahrt ist. Das ist der Waggon der Einfahrt. Schnellig ist da vorne, glaube ich. Ja. Ja, guckt, hier schlafen sie nämlich alle. Und jeder in einer anderen Richtung. So, Leute, wir sind gleich da. Hier vorne ist es. So, also, bis später, ne? Tschüss, bis nachher. Stellen und anmelden. Oder? Gehe ich mal davon aus. So, meine Guten. Wenn alles gut läuft, sind wir 3 zu Hause. Ach. Halt noch eine Flasche zu trinken. Brauche ich noch. So, mein Müll gleich noch entsorgen.
Hier sind nämlich Mülleimer. Da habe ich gleich meinen Müll hier noch entsorgt. Ordnungsgemäß. Und jetzt düsen wir ordnungsgemäß nach Hause. Guckt, es wird hell. Wir fahren jetzt im Hellen los. Also wir haben bis 3:30 Schichtzeit und haben noch 6,5 Stunden Lenkzeit. Das müssten wir gerade so schaffen. Schön hat es geklappt hier. 2 Stunden, nicht ganz 2 Stunden vom Anmelden bis, also 2 Stunden vom Ankommen bis zum Abfahren. Das war wunderbar. So, jetzt fahren wir 3 Stunden oder 3,5. Mal gucken. Dann machen wir eine 3/4 Stunde Pause. Wir haben ja jetzt schon eine Pause gemacht, während wir gewartet haben, dass die angefangen haben. Ich konnte an der Abladestelle schon fahren und aufmachen, und dann hat das noch eine Weile gedauert, bis die kamen. Sonst wäre ich noch eher fertig gewesen, ne? Aber ich denke mal, die wollten, dass ich das letzte Auto bin. Und da habe ich 3/4 Stunde gewartet. Sogar fast 1 Stunde musste ich warten, bis der angefangen hat. Sonst wäre ich ja noch eher fertig gewesen. Und in der Zwischenzeit, wo ich gewartet habe, bis die angefangen haben, habe ich meine Pause gemacht. Und ich denke mal, die haben das absichtlich gemacht, weil die wollten, dass ich das letzte Auto bin, was sie machen müssen. Vermute ich mal. Vorm Schichtwechsel. Die wollten dann nicht noch mal vorm Schichtwechsel noch eins anfangen. Denke ich mir. Deswegen haben die das so gemacht. So ein bisschen schön, gemütlich, langsam. Ja, hätte ich genauso gemacht. Ich meine, ich war 4.20 Uhr da. Anmelden, dann war ich, wann konnte ich denn rüberfahren? 4.25 Uhr konnte ich rüberfahren. Mich drüben angemeldet. Naja, und dann haben sie sich halt Zeit gelassen, ne? Ist ja klar. Würde ich doch genauso machen vorm Schichtwechsel freitags. Dass ich nicht noch ein Auto machen muss. Ein Auto reicht doch vorm Schichtwechsel. Wir täten es nicht anders machen. Du darfst nicht blinken, das ist Datenschutz. Muss keiner wissen, wo du hinfährst, ne? Datenschutz, er braucht nicht blinken. Es darf keiner wissen, wo er hinfährt. Meine Guten, gleich gibt's Frühstück. Dort steht der alte Wachturm. Wenn wir den sehen, gibt's Frühstück. Ja.
Auf zum Frühstück. Da vorne. Das war alles Grenzgebiet hier, ne? Die ganzen Mauern, das ist alles noch alte Grenzmauern. Alles Militärgelände gewesen. Na Jungs, hier ist Überholverbot von 6 bis 20 Uhr. Schon vergessen? Jetzt stellen wir das Auto ab, dann holen wir uns zwei frische Brötchen und dann wird gefrühstückt. Mal gucken, wo wir uns hinstellen, wo Platz ist. Am besten irgendwo, wo Platz ist, ne? Ach, wir stellen uns wieder hierher. Da können wir gleich da drüben drin frische Brötchen holen. Hier vorne in der Pool Position, obwohl wir können uns auch da drüben hinstellen. Hier stellen wir uns her. Hier in der Pool Position. So, Frühstück, Jungs und Mädels. So, meine Guten, jetzt habe ich gefrühstückt, ausgiebig. Und jetzt fahren wir wieder los. Hab mir gerade frische Brötchen geholt. Und wieder einen Herzinfarkt gekriegt. Die werden immer teurer. Kannst du bald nicht mehr machen, ne? Dir hier in der Raststätte frische Brötchen holen. Das ist bald ein Ding der Unmöglichkeit. So. Jetzt, hier filmen sie irgendwas mit der Gedenkstätte, wie es aussieht. Die stürzen hier rum und filmen hier alles Mögliche. Ich denke mal, die wollen hier die Gedenkstätte filmen, wie es ausschaut. So ein kleines Kamerateam und dann kam hier so eine Dame von hier raus dazu und naja, ich denke mal, da wird irgendwie im Fernsehen wahrscheinlich ein Beitrag kommen oder die machen einen Werbefilm für die Gedenkstätte. Ist auch möglich. Kann ja alles sein. So, der hat uns nämlich reingelassen und mein Prinzip kennt er ja. Wer mich reinlässt, wird vorbeigelassen. Und erst dann wird Gas gegeben und dann kann ich ihn immer noch wieder überholen. So.
Polizei fährt schon wieder. Ich brauche noch gar nicht überholen, der fährt schnell satt. Der fährt schnell genug. Den brauche ich nicht überholen. Unsere Reise neigt sich dem Ende entgegen. Wir werden wohl ein paar Minuten drüber kommen. Über die Tagesgesamtlenkzeit von 10 Stunden. Aber da mache ich mir jetzt gar nichts draus. Wenn es 5 Minuten sind, ist es viel. Lass es 10 sein. Ab einer Stunde würde ich mir Gedanken machen. Da wäre ich gar nicht mal in Hermsdorf losgefahren. Guckt mal, da steht ein Monstertruck rechts. Ein Monstertruck. Seht ihr, der gelbe, da auf dem Anhänger. Das ist bestimmt wieder so eine Show irgendwo. Hier, das Riesending hier. Ja, nee, also sagen wir mal so, wenn ich mehr wie eine halbe Stunde drüber gewesen wäre, wäre ich in Hermsdorf gar nicht mal losgefahren. Aber bis, sagen wir mal, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, da gehe ich noch mit freitags. Da sagt bestimmt auch keiner was. Und wenn, kriegt er die 30 Euro vor der Stirn geklebt. Die erste Stunde kostet 30 Euro. Und die zahlt der Fahrer. Ab der zweiten Stunde zahlt das Unternehmen mit. Dann wird es richtig teuer. Aber die erste Stunde kostet 30 Euro. Und das ist es mir wert, dass ich Freitag nach Hause komme und nicht erst sonntags früh. Bloß mal so, ich müsste nämlich jetzt nochmal 9 Stunden Pause machen, ne? So ganz nebenbei bemerkt. Da hätte ich jetzt keinen Bock drauf. So, ach so, habe ich euch schon gesagt, dass ich meine Montagstour schon habe. Wir laden am Montag wieder in Bad Rodach. Ja, das war ich klar, ne? Ja, für Bremen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich dann abends noch ablade oder ob ich dann erst nächsten Früh ablade. Das entscheiden wir dann, wenn ich geladen habe und wir wissen, wann ich fortkomme und wann ich in Bremen bin ungefähr. Ich würde aber wahrscheinlich auf jeden Fall noch hochfahren. Also bis ganz hoch. Das schaffen wir. Wir haben von hier 2,5 Stunden bis Bad Rodach, nicht ganz. 2 Stunden 15. Und von Bad Rodach bis Bremen fahren wir ungefähr 7 Stunden. Das heißt also 9.15, 9.30 sind wir dabei und das passt. Haben wir zwar Montag gleich einen 10er verkracht, aber ist nicht zu ändern. So, meine Freunde, da steht er und ich dazwischen.
Schön sauber hingekriegt. Also meine Lieben, jetzt ist Feierabend, jetzt ist Wochenende. Ich packe jetzt meine Sachen noch zusammen, gehe nach Hause. Und am Montag sehen wir uns hier so gegen 8 Uhr. Das reicht aus. 10:30 müssen wir in Bad Rodach sein. Also meine Lieben, dann wünsche ich euch eine staunknitterfreie Fahrt. Haltet schön eure Stoßstangen sauber. Ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit, genießt das Wetter. Und dann bis Montag. Tschüss.